Liebe Studierende, ich begrüße Sie ganz herzlich zur 7. Online-Vorlesung der Grundlagen der Phonetik und Phonologie. Wir haben uns das letzte Mal mit den Grundlagen zur Phonologie befasst und wir haben uns mit Phonemen beschäftigt. Wir haben gesagt, die Phoneme gehören also zur Phonologie. Die Phoneme sind die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit in der Phonologie. Und sie sind durch Minimalpaarbildung erkennbar. Und Phone sind nur dann Phoneme, wenn sie kontrastieren. Also Land, Band, Rand, Wand als Beispiel hatten wir. Damit haben die Phoneme einen gewissen Abstraktionsgrad. Sie entsprechen zwar den Phontypen, aber hier gibt es die Möglichkeit, dass wir über die rein phonetische Betrachtung gehen und in das System der Sprache gucken. Das ist sehr hilfreich, wenn Sprachen verschriftlicht werden müssen. Versetzen wir uns in die Zeit Karls des Großen, als es lateinische Schrift gab und die deutsche Sprache. Und jetzt haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler damals versucht, herauszufinden, wie können wir das System der Sprache erkennen und wie können wir die lateinischen Schriftzeichen verwenden, um das Deutsche niederzuschreiben. Und dafür haben sie dann ein Sprachsystem entwickelt. Sie haben im Grunde genommen damals schon die Phonologie gebraucht, damit es zu einer Verschriftlichung der Sprache kommen konnte. Die Phonologie ist also ein Bindeglied zwischen der gesprochenen Sprache, zwischen dem, wie es phonetisch realisiert wird, und dem, wie wir graphemisch eine Sprache niederschreiben. Die Phonologie dient hier der Unterscheidung von bedeutsamen Lauten und die Phonologie kann Vorhersagen treffen, an welchen Stellen kommt es zu einer Veränderung von Lauten. Und warum sind Laute, obwohl sie vielleicht einem anderen Phontyp zugeordnet sind, trotzdem das gleiche Phonem? Dem widmen wir uns jetzt erst einmal. Dafür gehen wir zunächst zu der nächst kleineren Einheit, den Allophonen. Die Allophone sind die kleinste phonologische Einheit. Allophone müssen nicht bedeutungsunterscheidend sein. Phoneme sind bedeutungsunterscheidend. Ein Bündel von Allophonen, das die gleiche Bedeutung in einer bestimmten Umgebung ausmacht, bilden ein Phonem. Es kann aber auch sein, dass nur ein Allophon ein Phonem ist. Also, es gibt Aussprachevariationen von Phonemen und die nennen wir dann Allophone. Da gibt es beispielsweise fakultative Varianten von Allophonen. Fakultative Varianten heißen, unabhängig von ihrer lautlichen Umgebung, werden hier vielleicht individuell Allophone gebildet. Und die machen keine Bedeutungsunterscheidung aus. Zum Beispiel ist es nicht entscheidend, macht jemand das apikale Trill-R, macht jemand eine Vokalisierung des R oder realisiert jemand die frikative R-Variante. Wir verstehen dieses Wort so, wie es gesprochen wird. Und es ist also völlig frei, an welcher Stelle was vorkommt, wie es individuell gebildet wird. Es ist verständlich. Also, es gibt die fakultative, freie Variante eines Allophons und das kann also unterschiedliche Gründe haben. Dann gibt es aber auch
obligatorische, also komplementäre Varianten. Sie treten nicht in derselben lautlichen Umgebung auf, sondern sind positionsbedingt. Zum Beispiel die Auslautverhärtung, die wir haben. Ja, wir bilden durch die Auslautverhärtung an bestimmten Stellen einen stimmlosen Plosiv und an bestimmten Stellen einen stimmhaften Frikativ. Leben, aber du lebst. Und hier ist das P durch die Auslautverhärtung von lebst trotzdem eine Variante von B. Also phonologisch haben wir hier einen stimmhaften Plosiv, obwohl es sich bei lebst phonetisch um einen stimmlosen handelt. Sie erinnern sich sicher an die Hausaufgabe von letzter Woche. Sie sollten Minimalpaare finden, ob ch und ch verschiedene Phoneme sind oder ob ch und ch zwei Allophone ein und desselben Phonems sind. Nun, wahrscheinlich werden Sie kein Minimalpaar gefunden haben und das deutet eindeutig darauf hin, dass wir es hier mit einem Phonem zu tun haben, das verschiedene allophonische Varianten hat. Ich gehe davon aus, dass Sie nicht das Minimalpaar Kuchen versus Kuchen, also eine kleine Kuh, gefunden haben. Wenn wir dieses Minimalpaar tatsächlich im Deutschen haben würden, müssten wir ch und ch unterschiedlichen Phonemen zuordnen. Da aber Kuchen ein künstlich konstruiertes Wort ist für dieses Beispiel in der Phonologie und nicht im Alltag Verwendung findet, haben wir also ein Phonem mit zwei allophonischen Varianten. Jetzt stellt sich die Frage, da wir gerade bei den obligatorischen Varianten sind, wonach richtet sich, ob ein Ch oder ein Ch gebildet wird? Und hier gibt es ein ganz einfaches Prinzip. Nach den vorderen Vokalen wird Ch gebildet. Also geht diesem Phonem ein vorderer Vokal voraus, wird Ch gebildet. Wie in Licht, nüchtern, frech, lächerlich, möchte oder durch. Aber auch nach L oder N, wie in manche zum Beispiel. Und gehen dem hintere Vokale voraus, wie in Flucht, doch oder lachen, dann wird das R gebildet. Das Tiefschwa zählt hier zu den vorderen Vokalen, Beispiel durch, was wir gerade hatten. Also alles vor dem blauen Strich wird mit Ch gebildet und alles dahinter mit Ch. Ch und Ch sind also Allophone ein und desselben Phonems. Es gibt noch eine dritte kombinatorische Variante, wie Allophone in Phonemen auftreten können. Und zwar durch die Prägung der Lautumgebung. Hier das Beispiel bist du. Durch die progressive Stimmlosigkeitsassimilation wird das du entstimmlicht. Aber in wer du, aufgrund der Umgebung, kommt es nicht zu einer Entstimmlichung. Und diese phonetische Variante ist im Phonologischen egal. Also die kombinatorische Variante von Allophonen ist
für die Phoneme nicht relevant. Kommen wir dazu, wie phonologisch transkribiert wird. Die phonologische Transkription erfolgt in Schrägstrichen. Demgegenüber, wir haben gesagt, die phonetische in eckigen Klammern, die phonologische in Schrägstrichen. Die allophonischen Varianten werden nicht berücksichtigt. Zumindest nicht in der Regel, wir kommen dann gleich zu einer Ausnahme. Das heißt, wir haben also für ch und ch in der phonologischen Transkription ein und dasselbe Zeichen. Kommen wir zu Beispiel. Phonetisch kann es sein, dass wir ein Wort haben, was eine Variation hat zwischen w und f. Also zum Beispiel das Minimalpaar Phase, Vase. Phonologisch entsprechen hier die phonetischen Zeichen den phonologischen Zeichen f und w. Und graphemisch haben wir hier also auch verschiedene Varianten. Die phonetischen Varianten des R sind phonologisch auch nur mit einem Zeichen, nämlich dem graphemischen R, gekennzeichnet. Und die phonetischen Zeichen für Ch und Ch finden in der Phonologie nur durch das X eine Kennzeichnung. Allerdings ist das nicht eindeutig so, nicht in aller Literatur. Einige bedient sich auch des Ch. Der Duden gibt beide allophonischen Varianten an. Es ist nicht damit zu verwechseln, dass der Duden es nicht als ein Phonem sehen würde, aber der Duden changiert bei der Transkription des Standards zwischen Phonologie und Phonetik und verwendet hier also beide Zeichen, dann, wenn phonetisch das Ch gebildet wird, das entsprechende Zeichen und beim Ch eben auch. Das Phoneminventar bitte ich Sie ganz in Ruhe anzusehen. Da können Sie jetzt beispielsweise die Aufnahme stoppen und sich das in Ruhe ansehen. Sie sehen hier in der Anordnung des Vokaltrapezes, zumindest in einer Anordnung, die dem schematisch entspricht, die vorderen, hinteren, oberen und unteren Vokale, die für das Phoneminventar relevant sind. Das Tiefschwa ist als R nicht relevant im deutschen Phoneminventar. Hier haben wir ja das R als Phonem, was wir darstellen können, egal welche Variante gebildet wird. Trotzdem ist das Tiefschwa für die vokalische Interpretation von Phonemen notwendig. Zum Beispiel, wenn es um die Vorsilbe oder Endsilbe A geht. Arbeiter, erarbeiten. Hier ist umstritten, ob es mit einem Tiefschwa oder mit ER, so wie wir es im Grunde genommen auch graphemisch kennen, zu handhaben ist. Auch das Konsonanzsystem der Phonologie im Deutschen ist für Sie keine Überraschung. Es ist ähnlich der IPA hier dargestellt. Und dass es sich bei dem R um einen Vibranten handeln würde, ist eher eine historische Ansicht. Trotzdem hat das R eine Sonderstellung und ist nicht einfach in die Frikative einzuordnen, weshalb es eben hier weiter als Vibrant geführt wird. Möglicherweise haben Sie jetzt den Glottisschlag vermisst, als wir uns das Phoneminventar angesehen haben.
Der Glottisschlag war bisher nicht phonemisch betrachtet worden, da er nicht bedeutungsunterscheidend ist. Es ist egal gewesen, ob wir einen Glottisschlag realisieren am Anfang einer vokalischen Anlautung oder nicht. Bisher bedeutet, das war bevor wir das Gendern in der Mündlichkeit hatten. Also, gucken wir erstmal zurück, warum ist der Glottisschlag nicht phonologisch relevant? Er hat keine phonologische, keine bedeutungsunterscheidende Wirkung, weil wir zum Beispiel das Minimalpaar Haus aus durch die Auslassung haben, nicht durch das Vorhandensein des Glottisschlags. Phonologisch wird hier der Glottisschlag nicht transkribiert. Er ist nicht bedeutungsunterscheidend. Phonetisch war er relevant. Im Duden haben wir deshalb auch den Glottisschlag gar nicht transkribiert. Im Duden haben wir die Anlautung durch den Strich gekennzeichnet. Darüber haben wir gesprochen, als wir über den weichen und harten Stimmeinsatz gesprochen haben. Oder den geknarrten Stimmeinsatz. Jetzt gibt es aber eine Bedeutungsunterscheidung, ob wir sagen Studentinnen oder ob wir sagen Studentinnen. Das bedeutet, dass dem Glottisschlag neben der zweiten Betonung, die dazu kommt, aber Betonung ist erst in der nächsten Stunde relevant, eine Bedeutungsunterscheidung zukommt und wir demzufolge den Glottisschlag neuerdings auch phonologisch beachten müssten. Kommen wir zu einem wichtigen Begriff in der Phonologie, der Verteilung von Lauten, der Distribution. Das, was wir gerade besprochen haben mit dem Vorkommen der allophonischen Varianten eines Phonems, dem entspricht also auch die Distribution. Wir haben die freie Variation, zum Beispiel bei den R-Varianten hatten wir das vorhin. Egal welches R gebildet wird, individuell, es ist trotzdem verständlich. Dann haben wir komplementäre Distributionen. Das ist das, was wir gerade mit den obligatorischen Allophonen hatten, wo wir gesagt haben, also in der Silbencoda vokalisieren wir das R, im Anlaut ist es Frikativ oder wir haben die Auslautverhärtung von stimmhaften Plosiven in der Silbencoda. Das sind komplementäre Distributionen oder wir haben eben auch distinktive Phoneme, also bedeutungsunterscheidende Phoneme und dann haben wir eine kontrastive Distribution. Ratte, Latte, Matte. Kommen wir nun zu phonologischen Prozessen. Phonologische Prozesse sind sprachimmanent. Sie äußern sich phonetisch. Sie sind aber systematisch in der Sprache verankert. Und durch phonologische Prozesse werden Sprachentwicklungen herbeigeführt oder auch beschleunigt. Aussprachevarianten werden durch phonologische Prozesse herausgeprägt und hier werden also unterschiedliche Realisationen, allophonische Realisationen in bestimmten Kontexten verändert. Das bedeutet, dass wir phonologische Prozesse als einen Grundbaustein in der Sprachentwicklung sehen können. Phonologische Prozesse sind aber auch wichtig, um phonetische Merkmale in bestimmten Positionen zu beschreiben. Warum kommt es zur Auslautverhärtung? Warum kommt es zur progressiven Stimmlosigkeitsassimilation? Warum
gibt es bestimmte Dinge, die wir in der Artikulation produzieren? Und sind sie systematisch oder nicht? In dem Moment, wo sie systematisch sind, unterliegen sie einem phonologischen Prozess und dadurch können wir eben nach stimmhaften Plosiv den folgenden stimmhaften Frikativ entstimmlichen und wissen, das ist an dieser Position so. Phonologische Prozesse sind also systematische Vorkommen, die wir beschreiben können. Sie sollten plausibel sein, damit wir sie beschreiben können, und sie sind häufig ein Merkmal von koartikulatorischen Vorgängen. Koartikulation heißt Bewegung, die Artikulation, die sich mit folgenden vergangenen Lauten angleicht und es hier also zu Veränderungen der Phone und der Allophone kommt. Aufgrund einer wahrscheinlichen Effektivierung des Artikulationsprozesses. Deshalb treten sie auch häufiger in einer niederen stilistischen Ebene auf, also auf der Ebene des Gesprächs. Der wichtigste phonologische Prozess ist die Assimilation. Der Begriff kommt vom lateinischen assimilare, ähnlich machen, also es geht um eine Angleichung, um eine Sprachlautveränderung im Sinne einer Ähnlichmachung. Häufig erleichtert die Assimilation, die Artikulation. Und das ist nicht nur der wichtigste, auch der häufigste Prozess in unterschiedlichen Sprachen. Dabei ist es wichtig, sich folgende Fragen zu stellen. Erstens, welcher Laut löst die Assimilation eigentlich aus? Und welcher Laut ist von der Assimilation betroffen? Und welche phonetischen Eigenschaften werden übertragen? Welcher Laut entsteht dadurch? Und das kennzeichnet dann sowohl eine Assimilationsrichtung, einen Assimilationsgrad, also die Stellung dieser bezeichneten Laute zueinander. Ich wiederhole, was wir an anderer Stelle schon mal besprochen haben. Wir haben auf der einen Seite ein Assimilans. Das ist der Wirker, also der Laut, der auf einen anderen einwirkt. Und auf der anderen Seite haben wir das Assimilandum, also der Laut, der sich verändert, auf den gewirkt wird. Und nun ein paar Beispiele dazu. Also wir haben die progressive Stimmlosigkeitsassimilation, wie zum Beispiel bei Nahrungssuche oder bei Kraftwerk. Das haben Sie in Ihren Transkriptionsregeln, das muss ich nicht näher erläutern. Aber es kann auch eine Veränderung, also eine Assimilation im Artikulationsmodus geben. Zum Beispiel bei der Nasalität durch einen folgenden Nasal und eigentlich einen standardsprachlich realisierten Plosiv. Wenn also nicht gesagt wird Signal, sondern Signal. Das ist eine Assimilation. Oder zum Beispiel auf die Artikulationsstelle hinbezogen, wenn eben nicht gesagt wird fünf oder Senf, sondern fünf und Senf. Auch der Assimilationsgrad ist zu bestimmen. Es gibt die partielle Assimilation, da wird nur ein Merkmal übertragen, aber die Laute unterscheiden sich noch. Hier haben wir unser berühmtes Beispiel vom Kraftwerk. Wenn wir schnell sprechen und keinen Plosiv bei aber bilden,
kann es sein, dass es hier zu einer Assimilation, zu einer partiellen Assimilation kommt und der bilabiale Frikativ gebildet wird. Aber was ich noch sagen wollte. Hier also der stimmlose Frikativ bei schnellem Sprechen, der zu einer partiellen Assimilation führt. Oder auch, wenn Signal gesagt wird statt Signal. Oder was wir häufig im medizinischen Bereich hören, wenn es um Röntgen geht und nicht um Röntgen. Eine totale Assimilation liegt vor, wenn der Laut völlig in einen anderen übergeht, eine völlige Angleichung oder Verschmelzung stattfindet. Wie bei Badtür oder Norddeich. Ebenso stellt sich die Frage, findet die Assimilation direkt bei den benachbarten Lauten statt? Oder gibt es dazwischen Laute, die diese Assimilation gar nicht beeinflussen? Das eine ist die Kontaktassimilation oder auch Nahassimilation genannt, wo direkt benachbarte Laute betroffen sind. Auch hier wieder unser Beispiel Kraftwerk oder auch Norddeich. Bei der Fernassimilation geht es über Laute hinweg. Zum Beispiel ist das Wort Gast, was wir heute haben, aus dem germanischen Gasti entstanden. Im Althochdeutschen wurde es zum Gesti, wo also das E sich in der Richtung dem I angenähert hat. Wir haben aber auch ganz normal im Deutschen eine Fernassimilation, zum Beispiel bei höfisch versus Hof, also nicht hofisch, sondern höfisch und hier eine Angleichung an das I, beziehungsweise gütlich versus gut. Und dann müssen wir gucken, in welche Richtung findet die Assimilation statt. Ist sie progressiv, also nach vorn gerichtet, auf den folgenden Laut? Zum Beispiel bei der Endungsreduktion sagen. Ja, das G ist hier entscheidend dafür, dass die Endung en auf den velaren Nasal reduziert wird. Und das ist eine progressive Assimilation. Regressiv heißt, dass es sich auf den vorhergehenden Laut auswirkt. Also in konkret ist das K dafür entscheidend, dass der Laut vorher ein velarer Nasal wird. Oder wir haben eine reziproke, wechselseitige Beeinflussung. Wie zum Beispiel bei haben wäre es eine progressive Beeinflussung, aber dass jetzt das B in schneller Geschwindigkeit ausfällt, ist eine regressive, also insgesamt eine reziproke Assimilation. Ähnlich haben wir es bei unserem Beispiel für kaufen das, was eine progressive Assimilation ist, aber dass wir etwas kaufen, also beim kaufen Bier, ist es sowohl eine progressive von F für die Reduktion des N, als auch eine regressive durch das B, also eine reziproke Assimilation. Das waren die Vorkommen der Assimilation. Es gibt auch das Gegenteil der Assimilation, das ist die Dissimilation. Bei der Dissimilation werden phonetische Ähnlichkeiten und Unterschiede besonders hervorgehoben und relevante Laute werden beispielsweise für Hörende besser wahrnehmbar. Zum Beispiel beim Diktieren von Diktaten in der Schule wird dissimiliert. Hier werden Endungen nicht reduziert. Oder wenn ich jetzt beispielsweise sehr deutlich spreche
und sämtliche Assimilationen, die es geben könnte in der deutschen Sprache, versuche zu vermeiden. Das ist eine Dissimilation. Ja, oder wenn jemand zum Beispiel besonders hervorhebt, da waren Bären. Bei der Elision wird ein Laut nicht mehr realisiert, er fällt aus. Das ist zum Beispiel bei der Endsilbenreduktion der Fall. Also die Endsilbenreduktion ist auf der einen Seite eine Elision, weil ein Laut ausfällt, also der Schwalllaut der Endung. Auf der anderen Seite eine Assimilation, weil sich die Endung an den vorhergehenden Laut angleicht. Die silbische Endung. Ja? Haben, lassen und Gedanken. Der Ausfall des Schwa ist eine Elision. Die Angleichung des Nasals an den vorhergehenden Laut ist eine Assimilation. Bei der Elision kommt es dazu, dass es eine Synkope sein kann, wenn eine Auslassung wortinitial vorkommt. Unsere und nicht unsere, unsere. Oder es kommt zu einer Apokope, wenn es wortfinal ist. Da bekomme ich das, nicht da bekomme ich das. Ja, das da bekomme ich das ist nicht elidiert, da bekomme ich das ist elidiert. Es kann aber genauso sein, dass es Konsonantenauslassungen sind, wie zum Beispiel, dass eben nicht gesagt wird, empfange ich das, da empfange ich das, sondern dass das P ausfällt. Da empfange ich das. Da empfange ich das. Durch schnelle Sprechgeschwindigkeit beispielsweise. Oder auch, dass nicht gesagt wird, Szene, wie es im Standard ist, sondern mach jetzt keine Szene und nicht Szene. Das Gegenteil der Elision ist die Epenthese. Bei der Epenthese wird ein Laut zusätzlich eingefügt. Das kann beispielsweise aufgrund des besseren Artikulationsflusses erfolgen. Zum Beispiel, dass der Klempner eben einen zusätzlichen Plosiv erhält. Klempner und nicht Klempner, wie es im Standard wäre. Oder auch, dass man aufs Amt geht oder dass du vielleicht rennst oder jemand etwas aufhängt. Als letzten phonologischen Prozess wollen wir die Neutralisation betrachten. Bei der Neutralisation werden bestimmte Kontraste zwischen Lauten in bestimmten Stellungen aufgehoben. Wir haben letzte Woche durch die Onset-Maximierung bestimmte Phänomene erklärt. Das sind Phänomene, die zum Beispiel mit der Neutralisation zusammenhängen können. Denn bei Räder kommt es nicht zu einer Neutralisation. Aber die Auslautverhärtung von Rad ist eine Neutralisation. Hier wird die Stimmhaftigkeit zur Stimmlosigkeit verändert. Im Auslaut, im Deutschen, kommt es bei der Auslautverhärtung zu einer Neutralisation. Zusammenfassend ist zu sagen, dass die phonologischen Prozesse Veränderungen von phonetischen Merkmalen systematisch beschreiben. Es kommt zur Assimilation, zur Dissimilation, zur Elision, zur Epenthese oder zur Neutralisation. Im Folgenden hören Sie ein Tagesschaubeispiel und ich bitte Sie zu bestimmen, um welchen Prozess handelt es sich. Des Weiteren finden Sie wieder Fragen für Übungen zu dieser Vorlesung in Ihrer PDF-Datei.
Und in der nächsten Woche soll es um Intonation gehen und um Akzentuierung. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, bleiben Sie gesund, bis dahin. Künftig müssen Bahnkunden tiefer ins Portemonnaie greifen. Im vergangenen Jahr wurden die Preise im Fernverkehr nicht erhöht. Nun werden Zugtickets wieder teurer. Im Fernverkehr steigen die Preise laut Bahn um durchschnittlich 3,9%, im Nahverkehr um 2,7%. In der zweiten Klasse wird die Bahncard 25 2 Euro teurer und kostet künftig 59 Euro. Die Bahncard 50 wird um 10 Euro auf 240 angehoben. Keine Anhebungen gibt es bei der ermäßigten Bahncard 25 und bei Sparpreisen. Die Erhöhungen müssen sein, sagt die Bahn. Bisher kostete eine Sitzplatzreservierung für die zweite Klasse im Reisezentrum 4,50 Euro. Am Automaten und im Internet 2,50 Euro. Künftig gibt es hier einen einheitlichen Preis von 4 Euro. Künftig müssen Bahnkunden tiefer ins Portemonnaie greifen. Künftig müssen Bahnkunden tiefer ins Portemonnaie greifen. In der zweiten Klasse wird die Bahncard 25 2 Euro teurer und kostet künftig 59 Euro. In der zweiten Klasse wird die Bahncard 25 2 Euro teurer und kostet künftig 59 Euro. Die Bahncard 50 wird um 10 Euro auf 240 angehoben. Die Bahncard 50 wird um 10 Euro auf 240 angehoben. Keine Anhebungen gibt es bei der ermäßigten Bahncard 25 und bei Sparpreisen. Die Erhöhungen müssen sein, sagt die Bahn. Bisher kostete eine Sitzplatzreservierung für die zweite Klasse im Reisezentrum 4,50 Euro. 50, 50, 50, 50, 50, 50. Am Automaten und im Internet 2,50 Euro. 50, 50, 50, 50, 50, 50. Künftig gibt es hier einen einheitlichen Preis von 4 Euro. Künftig gibt es hier einen einheitlichen Preis von 4 Euro.